Jo Leute, was geht bei euch und willkommen zum Star Wars Flash. Wir alle kennen ihn, den Jedi-Meister Windu mit der lilanen Klinge. Treu dem Jedi-Orden ergeben, doch auch dieser wirklich außergewöhnliche Machtnutzer und vor allem Lichtschwertkämpfer war einst kurz davor, der dunklen Seite zu verfallen. Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Jenes geschah auf Mathas während seiner Zeit als Padawan. Auf dem Planeten Mathas herrschte die Niffin-Plage, welche tödlich war, allerdings wurden mysteriöserweise nur Bewohner von Mathas davon infiziert. Ein Hilfsprogramm wurde von den Jedi ins Leben gerufen, sodass dort eine Hilfsstation errichtet wurde, wo die Bewohner spirituelle und emotionale Unterstützung von den Jedi erhielten. Meister Cass Velas wurde beauftragt, dieses Gebiet zu beaufsichtigen, doch hat man monatelang nichts von ihm gehört und so sind Padawan Windu und seine Meisterin Cislin Maya hergereist. Angeblich soll dort ein Schwindler namens Druce sein, der vorgibt, ein Jedi-Prophet zu sein und die verzweifelten Bewohner ausbeutet für materiellen Profit. Jenes macht den temperamentvollen Padawan Mace Windu extrem wütend, was seine Meisterin auch spürt und so hält sie ihn dazu an, sein Feuer in sich zu zügeln. Dort angekommen sehen sie Druce wie eine extrem verzweifelte Bewohnerin, die ihn bittet, ihr zu helfen, manipuliert. Schockiert ist er dann halt auch, als er die Stimme von Cislin Maya hört, die ihn zur Rede stellt. Nachdem die Meisterin Druce fragt, wo der Jedi-Meister Cass Velas ist, befiehlt er den Bewohnern und den Wachen, die Jedi zu töten und bezeichnet diese als Schwindler. Um zu entkommen, wirft dieser eine Bombe in den Raum, welcher daraufhin in Flammen aufgeht. Da Cislin Maya damit beschäftigt ist, die Unschuldigen zu schützen, ist Mace auf sich alleine gestellt und muss Druce einfangen, trotz seiner Unsicherheit, schließlich war er ja noch ein Padawan. Während er Druce jagt, kommen ihm Gamorreaner in den Weg, welche er eigenhändig allesamt ausschaltet. Doch plötzlich trifft Druce den jungen Padawan mit seinem Blaster an der Schulter. Danach fängt der Sympathieträger Druce an, über die Bewohner von Mathas zu ranten, indem er sie als Bantas auf zwei Beinen bezeichnet und sagt, dass sie dumm und verängstigt sind und dass sie jemanden brauchen, der ihnen sagt, woran sie glauben sollen. Und da die Bewohner bereit sind, alles zu tun, um von ihrem Leid befreit zu werden, so Druce, wäre es doch dumm, sich diese Gelegenheit entgehen zu lassen. Dazu sagt er noch, dass die Jedi alles haben könnten, Reichtum, Macht und so weiter, und dass es eine Vergeudung sei, für den Frieden zu kämpfen. Etwas, was Druce verabscheut, denn jener will halt lieber Cash. Durch die weiteren Schüsse, die Druce abfeuert, die gegen die Steine der Wand prallen, bildet sich eine Staubwolke, welche der wütende Mace Windu zu seinem Vorteil nutzt. Er entreißt Druce den Blaster und schlägt ihm in die Fresse. Kurz bevor er ihn mit dem Lichtschwert niederstrecken möchte, fordert ihn die wieder aufgetauchte Cislin Maya auf, es sein zu lassen und nicht auf sein Niveau herabzusinken. Sie erklärt ihm, dass Druce eine Strafe bekommen wird, aber nicht so. Der extrem wütende Padawan wünscht sich nichts sehnlicher als Druce für seine Verbrechen niederzustrecken, doch er weiß, dass ihn das womöglich zur dunklen Seite führen kann und dass seine Meisterin recht hat und so entscheidet er sich doch noch dazu, Druce nicht zu vernichten. Tja, diese Lektion, dass ein Jedi besser sein muss als seine Feinde und seinem Verlangen widerstehen muss, hat er nicht im entscheidenden Moment befolgt, als er Jahre später mit der quasi gleichen Situation konfrontiert wurde. Durchaus verständlich, aber was sagt ihr, Freunde, was glaubt ihr, was wäre passiert, wenn Mace Windu nicht zum finalen Schlag gegen Sidious angesetzt hätte? Genauso wie halt damals bei Druce. Was glaubt ihr, ballert's mal in die Kommentare, ansonsten checkt noch gerne das Video im Abspann ab, wo es darum geht, wie Obi-Wan fast der dunklen Seite verfiel. Abonniert unbedingt den Kanal, wenn ihr weitere spannende und weniger bekannte Infos rund um Star Wars erhalten wollt. Ansonsten haut ordentlich rein und hoffentlich bis zur nächsten Folge im Star Wars Flash.